Vielen Dank auch, dass ich hier heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Das ist ja mein erster Auftritt hier vor der Landespressekonferenz. Und ich freue mich, dass ich Sie heute über die wichtigen bildungspolitischen Themen unmittelbar vor Schulanfang informieren darf. Ja, unser schönes Land liegt in Deutschland ganz oben und diese Landesregierung hat das Ziel, in möglichst vielen bildungspolitischen Feldern mit dem Land Schleswig-Holstein, seinen Schülern und Schulen möglichst weit nach oben zu kommen. Und Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte haben einen Anspruch auf ein leistungsstarkes, auf ein gerechtes und ein wettbewerbsfähiges Schulwesen in unserem Land. Und das ist eines der vorrangigen Ziele dieser Landesregierung, da auch hinzukommen. Dazu gehört an vorderster Stelle die Qualität von Schule und Unterricht. Und dazu gehört, dass es genügend Lehrkräfte gibt, um unser Ziel, eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung zu erreichen. Wir verfolgen dies mit Nachdruck. Ich darf zunächst den rund 373.100 Schülerinnen und Schüler, das sind 1,9% weniger als im Vorjahr, da waren es noch 380.200, die im kommenden Schuljahr unsere Schulen besuchen werden, den jeweils größtmöglichen Erfolg wünschen und natürlich Freude am Lernen. Auch den fast 28.000 Lehrkräften wünsche ich erstmal einen guten Start in das neue Schuljahr und viel Freude und Erfolg bei ihrer für unsere Gesellschaft so wichtige Arbeit. 24.100 kleine Menschen, also rund 4,8% mehr als im Vorjahr, beginnen im Schuljahr 2017/18 ihre Schullaufbahn. Ihnen gilt natürlich gelten unsere besonders guten Wünsche und wir hoffen, dass Sie einen guten Start in Ihr Schulleben finden. In den ersten Schuljahren, meine Damen und Herren, werden nämlich die wesentlichen Weichen für die gesamte Schullaufbahn gestellt. Deshalb nehmen wir die Arbeit an den Grundschulen ganz besonders in den Blick. Grundschulkinder sollen ein solides Wissens- und Kompetenzfundament erhalten. Wir überarbeiten deshalb zurzeit die Fachanforderungen für Mathematik und Deutsch, weil wir sie besser machen wollen. Und dazu gehört, dass wir das richtig schreiben von Anfang an mehr in den Blick nehmen. Das halten wir für richtig und wichtig. Wir werden wieder eine verbundene Schreibschrift einführen. Und wir haben uns vorgenommen, dafür Sorge zu tragen, dass Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der 4. Klasse einen Grundwortschatz von rund 800 Wörtern sicher beherrschen sollen. All das werden die neuen Fachanforderungen gewährleisten. Zukünftig werden wir ab der 3. Klasse wieder verbindlich Notenzeugnisse einführen. Meine Damen und Herren, ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Bildung in der Grundschule wird mehr Unterricht, allerdings erst zum Schuljahr 2018/19 sein. Dort wird es eine weitere Grundschulstunde in Klasse 1 geben. Zu einer guten Ausbildung in der Grundschule gehört allerdings auch ein verbessertes Ganztagsangebot. Auch hier streben wir an, die letzten 33 Grundschulen im Land mit einem Ganztagsgebot auszustatten. Ich sage an dieser Stelle aber auch ganz deutlich, auch an den anderen Schulen brauchen wir ein qualitativ verbessertes Angebot. Das werden wir aber nicht alleine stemmen können, sondern das ist etwas, wo wir uns nach den Bundestagswahlen auch eine deutliche Unterstützung aus dem Bund erhoffen. Und der angedeutete Weg zu einem Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung, den ja verschiedene politische Wettbewerber sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist da sicherlich ein richtiger und guter Ansatz. Wir arbeiten an der hundertprozentigen Unterrichtsversorgung. Alle Schulen sollen genügend Lehrkräfte zur Verfügung haben, damit die Qualität von Schule und Unterricht gewährleistet ist. Aber ich sage auch deutlich, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen die Bildungspolitik in ganz Deutschland, aber auch in Schleswig-Holstein steht. Denn anders als über Jahre prognostiziert, werden wir eher steigende Schülerzahlen als sinkende Schülerzahlen haben. Geschuldet ist dies zum einen der erfreulichen Zunahme bei den Geburtenzahlen und zum anderen eben der deutlich gewachsenen Zuwanderung auch in das Bildungssystem. In den kommenden Wochen beginnen rund 2000 neue Lehrerinnen und Lehrer an unseren allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Und ich wünsche Ihnen einen guten Start und viel Freude und Erfolg in Ihrem so wichtigen Beruf. Wir haben, meine Damen und Herren, die meisten Stellen
besetzen können. An den 99 schleswig-holsteinischen Gymnasien gibt es nur noch 5 unbesetzte, unbefristete Stellen. Und an den 43 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen sind es 6. Teilweise schwieriger und regional allerdings sehr unterschiedlich ist die Einstellungssituation an den Grundschulen, an den Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und an den Förderzentren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Etwa im Herzogtum Lauenburg sind von 24 zu besetzenden Stellen an den Grundschulen und Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe noch 8,9 Stellen unbesetzt. Ich betone aber an dieser Stelle sehr deutlich, wir sind noch mitten im Prozess. Auch in den Vorjahren ist es so gewesen, dass die Besetzung von Lehrerstellen weit in den Oktober hinein andauert. Insofern ist das, was wir Ihnen heute geben, lediglich ein Zwischenstand. Dennoch, es ist an einigen Stellen angespannt, an anderen, ich nenne zum Beispiel Flensburg, Kiel und Lübeck, da gibt es überhaupt keine Probleme. Da haben wir in allen Bereichen die freien Stellen auch an den schulamtsgebundenen Schulen besetzen können. Aber wir schauen da sehr genau hin. Wir unterstützen übrigens auch in den Kreisen, in denen es knapper ist, von Seiten des Ministeriums die dort Verantwortlichen intensiv in dem Besetzungsprozess. Es laufen derzeit noch Ausschreibungen. Wir besetzen täglich neu. Verbeamtungen erfolgen ja nicht zu einem Stichtag, sondern da sind auch zum Teil noch umfangreiche Vorarbeiten erforderlich, etwa amtsärztliche Untersuchungen und solche Dinge. Das alles läuft gerade noch und ich bin sicher, dass wir das gut hinkriegen werden. Schleswig-Holstein ist grundsätzlich, und das unterscheidet Schleswig-Holstein ein bisschen von anderen Ländern, ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort. Sie wissen, die glücklichsten Menschen leben in Schleswig-Holstein. Das empfinden auch Lehrerinnen und Lehrer so. Aber wir stehen natürlich in einem Wettbewerb mit den anderen 15 Bundesländern. Und wir müssen beim Thema Lehrkräftegewinnung einen Zahn zulegen. Wir müssen unsere Bemühungen da intensivieren. Bei diesem Thema besteht dringender Handlungsbedarf. Und nach meiner Einschätzung hat die Vorgängerregierung diese Herausforderung ein wenig unterschätzt. Und es liegen aus dem Haus bisher keine aus meiner Sicht zufriedenstellenden Lösungsvorschläge vor, um die aktuellen und vor allem auch die zukünftigen Bedarfe hinreichend zu decken. Deshalb arbeiten wir jetzt mit Hochdruck an diesem Thema und werden spätestens bis zum Jahresende dazu ein schlüssiges Konzept vorlegen. Das Ganze ist nicht trivial, denn wir brauchen sowohl eine mittel- und langfristige Lehrkräftebedarfsanalyse, das wissen Sie, ist auch Teil unseres 100-Tage-Programmes, eine solche zu entwickeln. Wir müssen nämlich genau wissen, welche Fakultas haben Lehrer, also welche Fächerkombinationen, welche unterrichten sie an den einzelnen Schulen, wie alt sind die, wann scheiden die aus nach unserer Prognose und wo müssen wir dann wieder neu besetzen. Aber wir müssen zum Beispiel auch solche Fragen klären, warum studieren eigentlich junge Menschen so ungern Mathematik oder Physik? Oder warum brechen so viele Studenten nach dem Bachelorstudium die Ausbildung zum Sonderpädagogen ab? Was sind eigentlich die Gründe dafür? Über diese und andere Fragen habe ich Gespräche mit unseren Hochschulen im Land aufgenommen, die in der Lehrkräfteausbildung besondere Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich darüber, dass dort eine hohe Bereitschaft besteht, dieses Problem auch mit uns gemeinsam anzugehen. Lehrkräftebedarfsanalyse und Lehrkräftegewinnung gehören zusammen. Ausbildungsschwerpunkte und Kapazitäten müssen wir analysieren und dann so steuern, dass tatsächlich die hinreichende und notwendige Versorgung an den Schulen gewährleistet ist. Ein Weg zur Lehrkräftegewinnung ist der Ausbau des Quer-, Seiten- und Direkteinstiegs im Schuldienst. Allerdings für uns ist entscheidend, es darf hier keine Qualitätseinbußen geben und so gehen wir auch an dieses Thema heran. Wir haben bereits einige Erfahrungen mit diesen Instrumenten gemacht und die laufen auch ganz gut. Das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass wir einen hervorragenden Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein haben und mit dem IQSH eine Institution, die solche Prozesse wirklich ausgezeichnet begleitet. Für uns bleibt maßgeblich bei der Lehrkräftegewinnung die Ausbildung junger Nachwuchslehrkräfte an den Hochschulen in Flensburg und Kiel. Wir haben zurzeit 7.100
Lehramtsstudierende, die eingeschrieben sind. Wir müssen aber mehr tun, insbesondere im Bereich der Berufsschullehrerausbildung studieren einfach zu wenige und werden vor allem zu wenige fertig mit dem Studium. Und das Gleiche gilt für den Bereich der Sonderpädagogik. Hier ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir mindestens 160 Sonderpädagogik-Lehrkräfte im Jahr das Studium beginnen können. Auch da habe ich bereits mit der Universität in Flensburg gesprochen und dieses werden wir ab diesem Semester auch so gewährleisten können. Mir persönlich ist ein großes Anliegen, auch das Image der Lehrkräfte zu verbessern. Sicherlich ist das nicht das Einzige, was für die Berufsentscheidung von jungen Menschen wichtig ist. Aber ich denke, die Wertschätzung für den Beruf, die gesellschaftliche Anerkennung spielt schon eine nicht unerhebliche Rolle. Und ich werde gemeinsam mit den Kollegen in der Landesregierung dazu beitragen, diese Wertschätzung für unsere Lehrkräfte weiter positiv auch in der Gesellschaft für die zu werben. Wir will nicht verhehlen, dass natürlich auch eine gute Bezahlung ein wichtiger Faktor ist. Langfristig würde ich mir sehr wünschen, dass es gelingt, Grundschullehrkräfte besser zu besolden. Das ist allerdings eine wirklich sehr teure Angelegenheit. Und an dieser Stelle müssen wir uns eben immer vergegenwärtigen, wir sind nach wie vor Konsolidierungsland. Wir erwarten in dem Zusammenhang auch Unterstützung vom Bund und den anderen Bundesländern. Und wenn wir da jetzt als Erste vorangehen, dann ist das ein bisschen schwierig. Wir sind darüber aber im Gespräch und wir haben uns in einem ersten Schritt vorgenommen, zumindest die Besoldung der Schulleitungen an den Grundschulen zu verbessern. Das immerhin dürfte ein nicht ungewichtiges Argument sein, auch den Weg in das Grundschullehramt zu suchen, weil wir damit erstmals auch eine Aufstiegsperspektive im Bereich der Grundschullehrer schaffen. Das ist vielleicht mal als Beginn, sind das meine einleitenden Ausführungen und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen.